Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Mass Effect 1. Ja, wir haben beim letzten Mal hier auf Eden Prime aufgehört, haben einen neuen Teampartner, unsere Ashley, immer noch mit Kaidan zusammen. Ich habe die Taste jetzt noch nicht umgelegt, für die Waffe wegstecken. Ich werde das jetzt einfach noch mal ein bisschen probieren. Ich muss mich wahrscheinlich erst noch mal dran gewöhnen. Das ist schon ein bisschen schlimm, wenn man weiß, was da vorne kommt. So. Uah. Ah, kommt da noch einer. Und da müsste noch einer stehen. Dann werde ich da mal mit der 2 ausschalten. Mal gucken, was das so bringt. Oh ja. Ich glaube, wir sind fertig, Commander. Es hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, das siehst du richtig, Ashley. Erstmal hier diese Kiste öffnen. Pistole Edge 1, Schrotflinte Hurricane, Präzisionsgewehr Hammer 1. Ja, ich würde jetzt nicht jedes Mal ins Inventar gehen, wenn da was Neues kommt. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Okay, dann gehen wir da mal hin. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Wieso halt da mal einfach die Leute aufgespießt haben? Eieiei. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, beschwör es auch noch rauf, Kaidan. Das finde ich gut. Oh Gott, Sie leben noch! Naja. Was haben die Geth Ihnen angetan? So, wenn wir gleich mal eine Granate ausprobieren. Also diese Klasse gefällt mir schon mal sehr gut. Ein bisschen mit der Gegnerkontrolle. Wenn das noch ein bisschen ausgebaut wird, dann ja, muss mich da jetzt gerade mal kurz... Mittelschwertorianer? Hey, cool. Leichtmensch. Muss mich da mal kurz drauf konzentrieren, wie diese Klasse jetzt hier überhaupt funktioniert. Aber bislang... Boah. Hat schon was. Ist alles dasselbe. Gucken Sie die besser aus? Och ja, komm, kriegst du die Keile an. Sieht ein bisschen besser aus dann. So, das brauchen wir jetzt nicht. Zack. Ja, hallo? Ich möchte das gerne aufnehmen. Jetzt. Schrotflinte, schwer Mensch. Okay. Gut, bei den Rüstungen werde ich jetzt doch mal gucken. Weil die Rüstung ist doch... Ach nee, das hat sie ja noch gar nicht gelernt. Die Rüstung ist doch ein bisschen wichtiger. Hallo. Gehst du mal bitte da? Danke. So. Die Tür. Sie ist verschlossen. Leichte Deschriftierung. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Manuelle Überbrückung. Ja, das ist so ein kleines Heckensystem hier. Wir müssen also einfach nur da durchkommen, möglichst ohne die Roten zu berühren. Und die Gelben sind einfach nur Blockaden. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten.
Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen, den Propheten, Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, der gute Mann hat ein bisschen den Verstand verloren. Aber was viel wichtiger ist, er möchte einen Turianer gesehen haben. Was offensichtlich nicht unser Turianer ist. Na, mal schauen, was das noch so gibt. Saren! Niles! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Mhm, da ist unser zweiter Turianer. Ich hasse ihn. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Oh. Man sehe sich nur die Größe an. Ein Schiff, das sieht aus wie eine überdimensional große Zecke. Oh, das ist ja noch einer. Der kam jetzt unerwartet. Noch einer ohne Fahrschein. Warum bist du eigentlich schon wieder so verletzt, hä? Erklär mir das mal. Mann. Was? Ach so, da habe ich gerade ein... Okay. So.
Start der manuellen Überbrückung. Ja, und das passiert, wenn man es vergeigt. Ah, verdammt. So. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen, es ist wichtig. Okay, Sie haben ja recht. Er heißt Paul, arbeitet im Raumhafen, in den Docks. Wenn er noch lebt. Ich muss gehen. Ja, dieser kleine Schmugglerring hier, den haben wir gleich mal auffliegen lassen. Pistole, Stinger 2 und Waffen-Upgrade Kampfsensor. Die Stinger müsste eigentlich besser sein. Oh ja, die ist ganz einen Haufen besser. So. Und Kampfsensor einbauen. Was war das? Einige Feinde nutzen Störtechnologie. Okay. Ja, da gehen wir mal gucken, was die hier noch so gelagert haben. Das ist schon wieder... und es leckt auch gerade in diesem Augenblick. So. Striker 2. Schutz, Abwehr, Fürsorge... Okay. Schwer Menschen... Duelist. Ich jetzt gerade noch mal schauen, was das für eine Pistole ist. Okay, die kann bestimmt... Geben wir ihm die mal. So, macht da auch ein bisschen mehr Schaden. Ja, okay. Weiter geht's. Unserer epischen Mission, Eden Prime zu retten. Ach, wobei, retten. Also wie das hier aussieht, gibt's hier nicht mehr viel zu retten. Ah, unsichtbare Wände. Auch schön. So, hier liegt nichts mehr rum. Da brennt es. Was war das? Eindämmungszelle? Okay, was auch immer.
Hey, da liegt ja unser Torianer rum. Commander, es ist Nihilus. Oh, erstmal will ich dahin. Medigel. Oh, da liegt auch was dran, ne? Reißer und Chemisch 2. Jo, nehmen wir auch mal. Mal schauen, was die so bringen. Reißer, 15% Schaden gegen synthetische Ziele. Ach nee. Gegen organische Ziele, okay. Ah. Okay, Moment. Du bekommst jetzt mal den da. Oder geht der Gift? Okay, ja, das scheint auch auf synthetische Feinde zu zählen. Warum man synthetische Feinde vergiften kann, weiß ich zwar noch nicht so 100%. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. No. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Gate einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Geben Sie mir einfach die Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Ja, das kann man gar nicht anklagen. Sie lügen. Sie sollten es wieder gut machen. Da habe ich wahrscheinlich den Skill-Level noch nicht hoch genug für. Na, blöd, okay. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig.
landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Plötzlich. So, dann werden wir noch die Granaten... Moment, Granatenwerfer? Ich hab doch gerade das Upgrade bekommen für die Granaten, oder? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer gerade? Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich werde hier kurz pausieren. Dann geht's gleich weiter. Bis dann!